Hi, ich habe ja letztens ein Video hochgeladen, das ich 30 Tage lang nur in Schwarz-Weiß fotografiert habe. Und auch davor war ich öfter mal in Schwarz-Weiß unterwegs. Und währenddessen habe ich mir natürlich einen kleinen Wissensstand zur Schwarz-Weiß-Fotografie angeeignet. Und auch wenn ich sicherlich nicht der weltbeste Schwarz-Weiß-Fotograf bin, dachte ich mir, ich kann dir ein paar Tipps und Tricks weitergeben, die mir sehr geholfen haben. Tipp Nummer 1, Freiräume wirken intensiver in Schwarz-Weiß. Also aus dem Englischen hast du vielleicht schon mal den Begriff Negative Space gehört. Und der wirkt, wie gesagt, in Schwarz-Weiß einfach ein bisschen dominanter, weil du einfach die ganze Farbinformation entfernst. Und dadurch diese Freiräume häufig ein bisschen homogener wirken und von deinem Hauptmotiv nicht so sehr ablenken, was dein Hauptmotiv halt einfach mehr herausstechen lässt und halt einfach für diesen intensiveren Look sorgt. Von daher finde ich, kannst du diese Freiräume sehr schön nutzen, um halt die Wirkung von deinem Foto in Schwarz-Weiß noch mehr zu verstärken. Damit verbunden, Tipp Nummer 2, achte auf den Kontrast in deinem Bild, was ja an sich relativ logisch ist, wenn du Schwarz-Weiß fotografierst. Aber dunkel vor dunkel wirkt halt einfach nicht gut. Und das heißt, du musst dein Auge halt sehr darauf trainieren, Licht zu verstehen. Und zwar zum einen, wie das Licht in die Szene fällt und generell mit allem interagiert, aber halt auch, wie dein Motiv vor seinem Vorder- oder Hintergrund irgendwie heraussticht. Und das ist Fluch und Segen zugleich, weil es ja manchmal hilft, dein Motiv mehr herausstechen zu lassen. Und manchmal ist es aber auch so, dass du halt eher ein dunkles Motiv vor einem dunkleren Hintergrund hast. Und mit Farbinformationen wäre das super leicht zu unterscheiden. Aber in Schwarz-Weiß sind diese Grautöne zu nah beieinander und dann fehlt dir da ein bisschen die Separierung. Von daher finde ich, ist Schwarz-Weiß ein super Tool zu verstehen, wie Licht in der Fotografie funktioniert. Tipp Nummer 3, du kannst Schwarz-Weiß mit jeder Kamera fotografieren. Ich habe das ja gezeigt, ich bin mit einer Sony A7 III unterwegs. Und bei der kann ich spezielle Bildprofile einstellen, dass ich einfach in Schwarz-Weiß von Grund auf fotografiere und die Kamera mir das anzeigt und ich im Hintergrund aber trotzdem eine RAW-Datei habe, die ich auch wieder in Farbe konvertieren kann. Und es gibt zwar spezielle Schwarz-Weiß-Kameras, gerade bei Leica werden die oft auch monochrom genannt. Und ich habe solche Kameras noch nie benutzt, von daher kann ich das jetzt nicht aus Erfahrung sagen, aber man sagt diesen Kameras nach, dass sie irgendwie schärfere und klarere Bilder produzieren sollen. Wenn ich dann aber Bilder von solchen Kameras sehe, bin ich ehrlich, ich erkenne nicht wirklich einen großen Unterschied zwischen den Fotos, die ich mit meiner Kamera aufnehmen kann und die eine monochrome Leica aufnehmen könnte. Und ich weiß, dass manche jetzt mit Fackeln und Mistgabeln losziehen, weil ich sowas gesagt habe. Aber wie gesagt, ich sehe keinen großen Unterschied darin und ich bin mir recht sicher, dass für 99% der Leute eine normale Kamera völlig ausreichend ist und man keine spezielle Schwarz-Weiß-Kamera braucht. Aber wie gesagt, ich habe auch noch nie eine spezielle Schwarz-Weiß-Kamera genutzt. Gleichzeitig war ich aber nie unzufrieden mit der Qualität der Bilder, die ich aufnehmen konnte. Und wenn ich unzufrieden war, dann lag es halt eher an meinem Skill als Fotograf und nicht unbedingt an meinem Fotoequipment. Und wenn dich genauer interessiert, mit was ich fotografiere, das ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann Tipp Nummer 4, den habe ich von euch gelernt, und zwar, dass Farbfilter in der Lage sind, bestimmte Bildbereiche heller oder dunkler zu gestalten. Und ich habe früher ehrlicherweise Farbfilter so ein bisschen als unnötiges Gimmick empfunden und mir halt gedacht, das ist irgend so ein unnötiges Produkt, womit man einfach Fotografen leicht irgendwie Geld aus der Tasche ziehen kann. Aber das haben echt einige von euch als Tipp unter meinem 30 Tage Schwarz-Weiß-Fotografie-Video erwähnt. Und dann habe ich mich mal angefangen, damit ein bisschen genauer zu beschäftigen und einzulesen. Und dann habe ich verstanden, ja okay, irgendwie ist das logisch. Der Farbfilter sorgt halt dafür, dass gewisse Farben dominanter oder weniger dominant werden. Was in Schwarz-Weiß halt bedeutet, dass einfach gewisse Bereiche heller oder dunkler werden. Und wenn wir uns jetzt hier die Beispielbilder anschauen, dann siehst du, das kann echt eine sehr intensive Auswirkung auf deine Fotografie haben und auf das Endergebnis, das du aufnimmst. Welcher Farbfilter jetzt genau welche Wirkung hat, das habe ich noch nicht ganz durchschaut. Aber auf jeden Fall, wenn du vorhast, dich intensiver mit Schwarz-Weiß zu beschäftigen, dann macht es durchaus Sinn, sich das Thema Farbfilter auch genauer anzuschauen. Du kannst dir diese Logik aber auch in der Nachbearbeitung zunutze machen, weil auch da ist es ja so, dass du Farben weiterhin in Schwarz-Weiß bearbeiten kannst. Und das Ergebnis ist halt nicht, dass sich die Farbe verändert, weil, wie gesagt, du hast ein schwarz-weißes Foto, da ist halt keine Farbe mehr drin. Aber die Farbtöne verändern sich und dadurch halt auch die Helligkeit im Foto. Das heißt, solange du weißt, welche Farbe das aufgenommene Motiv hat, also zum Beispiel Pflanzen ja eher grün-gelb-Töne oder Hauttöne eher auch diese gelb-orange-Töne, da kannst du hier gezielt mit den Farbslidern hin und her spielen und auch damit, obwohl es ein Schwarz-Weiß-Foto ist, den Look von deinem Bild beeinflussen. Und dann mein letzter Tipp. Schwarz-Weiß ist für mich immer was, das ich situativ als Tool einsetze.
Das hat mir auch meine 30-Tage-Challenge gezeigt, wo ich halt gezielt nur schwarz-weiß fotografiert habe, aber mir gedacht habe, in manchen Situationen wäre halt einfach ein Farbfoto besser gewesen. Und es gibt manche Leute, die sagen, sie wollen nur schwarz-weiß fotografieren und finden, das ist irgendwie so die perfekte Form der Fotografie. Und wenn du zu diesen Leuten gehörst, dann ist daran absolut nichts verwerflich, aber für mich hat das Ganze halt nicht funktioniert. Und von daher finde ich, es macht den meisten Sinn, erstmal ein bisschen mit Schwarz-Weiß rumzuprobieren und einfach zu schauen, was dir irgendwie am besten liegt und wo du dich wohlfühlst, Schwarz-Weiß zu fotografieren. Für mich ist das zum Beispiel an sonnigen, sehr kontrastreichen Tagen, weil ich mit Schwarz-Weiß diesen Kontrast noch stärker herausarbeiten kann und ich mir halt gerade an grauen, regnerischen, tristen Tagen schwer getan habe, weil ich da zu wenig Kontrast hatte für die Fotos, die ich gerne fotografiert hätte. Es gibt aber genügend andere Personen, die zum Beispiel an grauen Tagen super mit Schwarz-Weiß umgehen können. Und wie gesagt, das ist dann jetzt einfach persönliche Vorliebe, wo es sich lohnt zu experimentieren und zu schauen, was dir halt einfach am meisten zusagt. Aber du musst dich auf jeden Fall nicht verpflichtet fühlen, zwanghaft alles in Schwarz-Weiß zu fotografieren. So, das waren alle meine Tipps. Ich hoffe, da war was Nützliches für dich dabei. Das Ganze hat dir ein bisschen weitergeholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.